Moin Leute und herzlich willkommen hier aus der Eifel. Heute wieder unterwegs mit den Electric Devils und zwar in der grünen Hölle am Nürburgring. Also die Electric Devils in ihrem Element. Rad am Ring 2023. Touristisches E-Bike-Fahren steht auf dem Programm hier am Samstagvormittag. Und ich fahre gerade hier in den Startbereich Boxengasse, um meine Startberechtigung abzuholen. Wir sind übrigens gestern schon hier angereist, haben bei unserem Devil-Kumpan sozusagen Christian Düppelfeld im Garten gezeltet. Tippitoppi, auch schönen Dank dafür, Christian, auch lecker gegrillt. Und das eine oder andere Kaltgetränk haben wir natürlich auch konsumiert als Vorbereitung für heute hier. Und ich habe noch eine große Klappe gehabt von wegen, oh, fährst mal ohne Motorunterstützung hier hin, um Akku zu sparen. Hier geht es auch schon gleich richtig los mit Akku sparen. Aber es waren dann doch 500 Höhenmeter fast schon hier auf der Anfahrt. Darum muss ich mal gucken, ob ich wenigstens zwei Runden schaffe. So, die schnellste Stelle bergab hatten wir noch gar nicht, die kommt noch. Ich habe bei 70 km/h gerade mal, bin ein bisschen nervös geworden, das wurde das Rad doch ein bisschen unruhig. Und Erik, jetzt hast du gehabt 90, ne? Liegt stabil? Ja, super. Ja, siehst du, ne? Also so ein Riso Müller hat dann anscheinend doch eine bessere Fahrlage, ist eher für höhere Geschwindigkeiten konzipiert als mein KTM hier. Ist schon verrückt, wie schnell man sich auch so in diese Geschwindigkeit gewöhnt. Am Anfang erst so 70, dachte ich gerade, oh, als am Wackeln. Und gerade einfach laufen lassen. Tippitoppi. Ist für die Natur wahrscheinlich hier ganz ungewohnt, diese Ruhe bei einer Veranstaltung am Nürburgring. Beziehungsweise, ja gut, ich habe ja das KTM Centur mit dem Bosch, ich wollte gerade sagen Centurio-Motor, nein, so schlimm ist es nicht, mit dem Bosch CX-Motor. Und der hat ja halt seinen Bohrmaschinen-Sound, ne? Ist ja nicht zu überhören. Ja, Freunde, mitten in der Steigung anzuhalten ist ja bekanntlich empfohlen, damit man auch ja Mühe hat, direkt wieder loszukommen, aber hier geht es jetzt gerade nicht so stark. Ich glaube 5% sind das hier und die halbe Steigung haben wir halt hinter uns. Damals war Pause, ne? Erstmal ein bisschen verschnaufen hier. Ja, bevor es gleich hier dunkel wird, ja, ist noch Vormittag, so schnell wird es nicht dunkel, fahren wir jetzt mal weiter. Wir haben gerade erfahren, in 2 Kilometern, also oben, wenn wir hier hochgefahren sind, ist eine Versorgungsstation. Da gibt es irgendwie Energy, Riegel, was auch immer. Vielleicht auch eine Steckdose da, dass wir nachladen können. Schauen wir mal.
So, Peter, was sagen wir dazu? Hat Spaß gemacht, ne? Ja, aber wie? Tippitoppi. 100%. Warum sieht man den Helm hier aus? Wir haben allerdings, ich hatte ja am Anfang gesagt, also ursprünglich, gestern Abend hatte ich so vor, 3 Runden hier zu fahren. Das sind 20 Kilometer, 500 Höhenmeter. Mit dem E-Bike ist das theoretisch machbar. Wenn man nicht schon 500 Höhenmeter Anfahrt gehabt hätte. Und wenn man nicht jede Steigung eine Pause gemacht hätte heute. Aber es ist ja eine gesellige Veranstaltung aus unserer Sicht. Wir haben uns nett unterhalten. Ne? Auf jeden Fall. Leute wieder getroffen, die wir lange nicht gesehen haben. Neue Leute kennengelernt. Von daher tippitoppi. Ja, vor allem mein Akku zeigt noch an, 60%. Jetzt ist ja meiner auch. Und jetzt geht's. Ich habe nur 2 Balken weg. 3 Balken habe ich noch. Jetzt geht's runter da zur Ausstellung. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder hier. Eine Runde auf der Nordschleife Nürburgring in der grünen Hölle mit den Devils hier. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr, ihr werdet auch Devils, seid dann dabei. Das kommt jetzt fest jedenfalls in unseren Terminkalender hier, Rad am Ring 2024. Wenn ihr Spaß hattet beim Zuschauen, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, gerne auch den Kanal abonnieren. Infos zu den Devils unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns noch ein bisschen jetzt hier die Ausstellung an und schauen, dass wir noch ein bisschen einen kleinen Imbiss hier einnehmen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Ciao.